Grüß euch! Und Servus! Hallo und willkommen zu einem neuen Spielbericht der Wulperdinger. Heute, Stefan, geht's gegen deine Tau. Und zwar mit meinen Blood Angels. Ja. Und insbesondere eine sehr intensive Panzerliste der Tau, mal was ganz etwas anderes. Ja, eindeutig. Die Blood Angels halten hier im Niemandsland einen vorgeschobenen Stützpunkt, einen wichtigen Straßenknotenpunkt, sind nicht so panzerlastig unterwegs und eine Streitmacht der Tau, eine richtige Panzerspitze, bricht da durch und versucht das Niemandsland zu sichern. Ne? Aber das wird dir nicht gelingen, weil wir fahren einfach über dich hinweg, okay? Schnappen die Missionspunkte. Verstärkung ist unterwegs. Aber es gibt ein geheimes Ziel der Tau nämlich. Und dieses Ziel der Tau ist es, deine Psioniker, weil du bist ja sehr magielastig bei dir. Mhm, diesmal schon. Ja. Und wir wollen dich von deinem Kopfweh befreien. Kopfweh, na klar. Und dementsprechend haben wir als Sekundärziele haben wir genommen Assassinate. Immer wenn ich einen Charakter umbringe, und das wird sehr oft passieren, nämlich all deine Charaktere, dann bekomme ich 3 Siegespunkte. Und dann gibt es noch das Verhör der Hexer, das Abhor the Witch. Und immer wenn ich einen psychisch begabten Charakter umbringe oder zu Schlacke verwandle, was ich halt sehr gut kann mit meinen Fusionsblastern, dann bekomme ich noch einmal weitere 5 Siegespunkte. Klingt nach Psionikerjagd. Mhm. Absolut. Wie schaut es bei dir aus, Rotfuchs? Und du hast als sekundäres Missionsziel, das haben wir beide, genau. Das Niemandsland sichern. Ja? Genau, weil das ist ja die eigentliche Aufgabe. Ja. Also ich habe, wie schon gesagt, als zweites sekundäres Missionsziel sichere das Niemandsland. Dann habe ich Bring It Down, zerstört es, ja? Also die Panzer abknallen, diese Speerspitze wollen wir stoppen. Und den Linienbrecher, ja? Wir wollen einen Durchbruch zusammenbringen und in die Aufstellungszone der Tau, damit diese Panzer zwar durchrasen, aber keine Verstärkung mehr von hinten kriegen. Wir sichern diesen Knotenpunkt, das werdet ihr schon sehen. 1500 Punkte. Tau gegen Blood Angels. Wir zeigen euch jetzt gleich die Armeen. Der Commander ist ein XV-86 Coldstar Battlesuit mit 2 Schilddrohnen, 4 Fusionsblastern, einen Puritite Engram Neurochip und Cross-Linked Stabilizer Jets. Das ist der Commander. Weiter geht es mit dem Kriegsherrn. Der Kriegsherr sitzt diesmal in einem Hammerhai-Kampfpanzer. Das ist der Longstrike. Und er hat eine Ionenkanone und 2 Lenkraketen. Weiter geht es mit den Standardeinheiten. Die Standardeinheiten ist einmal ein, ich glaube, 9 Breacher, die hier in einem Transportpanzer mit einem schwärmer Raketensystem mitfahren, einem Teufelsrochen. Weiter geht es mit 2 Strike-Teams, jeweils 5 Feuerkrieger und ein Shazui, der ein Markerlicht hat, ein Markierer. Das Ganze noch ein zweites Mal. Dann kommen wir schon zum Fast Attack, zum Sturm. Da haben wir 2 Tetras, die notwendige Markerunterstützung bringen und ein großer Junge, und zwar der XV-109 Uvara Battlesuit, das ist der große. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch einen weiteren Hammerhai, der hat diesmal den großen Massebeschleuniger. Und hat auch noch eine Seeker-Missile unten dran. Und weil es so schön ist und ich ihn schon sehr lange nicht mehr gespielt habe, gibt es noch ein Skyray Gunship mit ganz, ganz, ganz vielen Lenkraketen dran. Man merkt, die Armee 1500 Punkte Tau ist ziemlich panzerlastig, viele Lenkraketen. Der Fokus ist sicher auf dem großen Kampfanzug im Hintergrund und dem Commander mit den vielen Meltern. Bin ich gespannt, inwieweit es diese Tau-Armee schafft, die Missionspunkte zu umkämpfen. So, und jetzt kommen wir zu den 1500 Punkten Blood Angels, Söhne des Sanguinius.
Als Armeekommandant gibt es hier einen Captain. Er ist ein Meister der Künste, hat deswegen eine Meister auf die Energieklaue plus einen Kombimelter. Dann haben wir einen Skriptor mit einer Psi-Axt und einem Sturmbolter. Seine zusätzlichen Psi-Kräfte sind Flügel des Sanguinius plus Schild des Sanguinius. Ein Skriptor in Terminator-Rüstung. Er hat ebenso eine Psi-Axt, er hat einen Kombimelter. Seine Psi-Kräfte sind Wutentfesseln plus Flügel des Sanguinius. Dann haben wir für den Kern einen kleinen taktischen Trupp, da ist eine Energieforce beim Sergeant dabei. Einen 10-Mann taktischen Trupp, der Sergeant, der unbemalte Kerl in halbschwarz, hat einen Kombi-Plasmawerfer. Dann gibt es als Spezialwaffe einen Plasmawerfer und eine Plasmakanone. Damit das Bataillon fertig ist, brauchen wir noch einen dritten Standard. Das ist der dritte taktische Trupp mit einem schweren Bolter. Der Sergeant trägt eine Energieaxt und wir haben einen Flammenwerfer dabei. Aus der Abteilung Sturm haben wir ein Trike mit Multimelter. Und wir haben einen Whirlwind mit Vengeance Launcher, also mit den stärkeren Raketen, die dafür weniger oft schießen. Dann haben wir aus der Trickkiste haben wir einen 5-Mann-Veteranentrupp. Zwei der Veteranen, einer davon ist der Veteranen-Sergeant der Veteranen, haben ein Energieschwert. Der Veteranen-Sergeant hat einen Handflammenwerfer. Und dann haben wir noch einen Flammenwerfer, einen Plasmawerfer und einen Melter. Mit ihnen in der Kapsel fahren auf feurigen Schwingen herab ein Armee-Veteran mit einer Standarte und ein Apothekarius. Achtung, das ist wirklich ein Apothekarius und kein Sanguinius-Priester. Der Kelch ist reine Dekoration. Dafür hat er als spezielles Kettenschwert die Zähne Terras eingepackt. Dann haben wir noch zu guter Letzt aus der Abteilung Elite einen 7-Mann-Trupp Scouts. Alle und inklusive dem Sergeant tragen ein Scharfschützengewehr. Wir haben einen schweren Bolter und alle haben Tarnmäntel. Ja, und das ergeben 1500 resche, fesche Punkte direkt und frontal hinein. Mal schauen, wie sich die gegen Panzer schlagen. Das Jagdkader der Tau ist aufgestellt. Auf der rechten Seite sieht man den Raketenpanzer, das ist der Dornenhai. Weiter geht es hier mit dem Truppentransporter, wo die Breacher drin sind. Dahinter der Commander, zwei Schilddrohnen und der große Kampfanzug. Hier ein kleiner Feuerkriegertrupp, der das Missionsziel 3 umkämpft. Dahinter in der Deckung des Gebäudes haben wir die zwei Tetras. Der harte Kern der Tau versteckt sich noch hinten. Zwei Hammerhai, hier der Haku, hier das Haku und rechts ein Hammerhai mit einem Massebeschleunigergewehr. Und in der Deckung des Kraters haben wir noch einen 6-Mann-Trupp der Feuerkrieger. Wir spielen diesmal auf die Länge und auf der anderen Seite warten schon die Blood Angels. Die Söhne des Sanguinius haben eine verteidigende Stellung eingenommen. Von links nach rechts beginnend sehen wir den kleinen taktischen Trupp, der bereit ist vorzurücken, hat einen Kraterschutz gesucht. Die Feuerunterstützung liefert der Whirlwind. Er steht hier hinter zwei ganz wichtigen Containern des Munitiorum, ja, hat er sicher sehr viele extra Schuss. Dann hier in der Mitte, mein Captain kommandiert den Kern der Verteidigung. In der Mitte haben wir zwei taktische große Trupps, den Captain dazwischen. Sehr raffiniert in einer Lauerstellung. Der Strike zwischen zwei Containern wartend und die Scouts haben sich hier bereit gemacht. Verstärkung ist unterwegs, die Landungskapsel durchbricht gerade die Stratosphäre. Sie wird in wenigen Augenblicken eintreffen. Auch im Teleportarium rüstet sich gerade der Skriptor. Wir werden die Kolkwappen verjagen. Die Armeen sind aufgestellt, jetzt geht's los. Wir würfeln darum, wer den ersten Zug hat. Blood Angels erwürfeln eine 1. Und die Tau eine 6. Das ist eindeutig, ne? Tau fangen an und Tau freuen sich. Die Bewegungsphase der Tau ist beendet. Angefangen hat der große, schwere Kampfanzug. Der hat seinen Nova-Reaktor gezündet, ist damit auf 13 Leben und ist von da hinten vom Zentrum 30 Zoll
nach vorne gesprungen, bedroht jetzt die Scouts und das Trike. Long Strike mit seinem Kumpanen, dem zweiten Hammerhai, hat sich ein bisschen nach links orientiert. Der vorherige Trupp hat sich kaum bewegt. Hier im Zentrum haben wir leichte Flanken gemacht, nicht vergessen. Wir müssen in die Mitte, aber Tau aggressiv ist nie so gut. Und der Dornenhai, der ist ein bisschen nach vorne geflogen. Also leichtes Vorbewegen mit den Tau. Ausgenommen der große Kampfanzug, der nach vorne geflogen ist. Der sucht die Nähe. Der sucht die Nähe und die Hitze. Weil er hat Flammen. Der große Kampfanzug wird seine Feuerkraft aufteilen und zwar wird er seine Ionenkanone wird er auf das Strike entladen, seinen Flacettwerfer ebenfalls und die Flammenwerfer werden in die Scouts reingehen. Wohl, nein, ich glaube, der Flacettwerfer geht ebenfalls auf die Scouts. Wir fangen mit dem Flammenwerfer an. Der Flammenwerfer 2-6 Schuss hat... Flacettwerfer, der trifft nicht automatisch. Nein, oder? Der trifft nicht automatisch. Wie viele Schuss sind das denn? 5 Schuss sind das. Mit Stärke 3. Ja, wir wollen das, glaube ich, überstehen. Die Scouts, ich gebe einen Kommandopunkt aus, also einen Befehlspunkt und sie werfen Nebelkerzen und sind mit normalen Waffen. Die Flammenwerfer betrifft das nicht, um einen Schläfer zu treffen. Alles klar, das heißt, ich habe 8 Treffer mit Stärke 6. Die Scouts haben was für einen Widerstand? 4. Das heißt, auf die 3 plus, gell? 7, 8. So, jetzt wird gewürfelt. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf die 3 plus. Das sind 3, 6 Rüstungswürfe. Mit minus 2. Okay, das heißt, ich habe plus 1 für leichte Deckung des Kraters, plus 1, weil ich die Tarnanzüge habe, die meine Deckungswurf verbessern. Können die Tauflammenwürfe vielleicht auch Rüstungswürfe bei Deckung ignorieren? Na, das steht nicht da, nein. Gut, dann haben wir normale 4 plus. Entschuldigung, ich habe den Advanced. Hier kommen die Rüstungswürfe, 5er sind gefragt. Wow, wow, wow. Also 6 Scouts beißen ins Gras, es liegt nur noch das Arsch. Dann geht es gleich weiter und zwar der Flacettwerfer schießt auch auf die 4 plus. Das sind 3 Treffer. Er hat eine Stärke von 3, das heißt nichts. Gut, dann geht es auf das Strike hinten. Da habe ich diese Ionenkanone, die natürlich im Standardschuss schießt, weil er ist ja vorgeflogen, der Kampfanzug. Das heißt, er hat 6 Schuss. Diese 6 Schuss treffen auf die 4 plus. Das sind 1, 2, 3 Treffer. Die haben eine Stärke von 8, das heißt auf die 3 plus. Sind 2 mit minus 2, weil er ja ebenfalls dieses Advanced Targeting System hat. Minus 1. Und ich habe 2 4er Rüstungswürfe. Einer gelingt, einer nicht. Er bekommt 3 Schaden. Er hat 2 Schaden. Dann hat er noch 2 Leben. Die großen Panzer sind jetzt dran. Ich spende einen Kommandopunkt aus und werde hinten auf diesen Panzer werde ich einen Marker setzen mit einem Kommandopunkt. Dann bin ich auf 10 Kommandopunkten. Die Luftaufklärung. Ist die klar. Luftaufklärung, richtig. Da wird ein Marker gesetzt. Und ich fange mal an, indem ich mit meinem HQ, und zwar mit dem Long Strike, werde ich noch einen weiteren Kommandopunkt ausgeben. Und zwar, damit ich es richtig mache, zwar die modulierten Waffen, das ist noch ein Kommandopunkt. Und er schießt jetzt immer mit seiner vollen Anzahl von seiner Ionenkanone. Das heißt, wir fangen gleich an, und zwar mit der vollen Kanone auf den taktischen Trupp. Das heißt, er schießt und zwar 6 Schuss hat er. Er macht natürlich ein Overcharge. 4, 5, 6. Er trifft auf die 2 plus. 1er darf er wiederholen, weil er Long Strike ist. Der 1er wird wiederholt. Ja, gut, das sind dann 6 Treffer mit der Stärke 8. Die haben einen Widerstand von 4 auf die 2 plus. Damit haben wir 6. Mit Armor Piercing minus 2 und jeweils 3 Schaden.
Gut, okay. Hier kommen die Rüstungswürfe. Wir schaffen davon 2. Das heißt, es erledigt 4 taktische Marines. Genau. Und als nächster wird eine Suchrakete geht noch auf ihn. Auf den Whirlwind. Auf den Whirlwind, weil der Whirlwind gilt jetzt als 2 Markerlichter, weil es der Longstrike ist. Das ist wieder das Gleiche. Das heißt, trifft auf die 2+, die trifft. Er hat eine Stärke von 8. Das durchschlägt die Panzerung nicht. Weiter geht es mit dem Hammerhai. Der Hammerhai schießt mit seinem Massebeschleuniger, mit seinem großen, schießt er auf den Whirlwind. Der Whirlwind hat einen Marker derzeit oben. Ja. Und dadurch, dass der Panzer in 6 Zoll Umkreis vom Longstrike ist, trifft er um 1 besser. Das heißt, 2+1er wiederholen. Er ist getroffen, er hat eine Stärke von 10, das heißt auf die 3+. Nein, das ist nichts. Und ich werde einen Kommandopunkt ausgeben. Zum Wiederholen, richtig. Ja, er hat eine Armor-Piercing von minus 4. Wird zu einer minus 3. Richtig, aber ich habe jetzt einen Wound-Roll von 6, das heißt, er bekommt noch einmal D3 tödliche Wunden, die können wir gleich machen. Mhm. Und zwar 3 tödliche Wunden. Und jetzt hast du deinen Rüstungswurf noch mit deinem Fahrzeug. Der gelingt. Das heißt, 3 tödliche Wunden. 3 Wunden verliert das Whirlwind. Der Dornenhai beginnt und schießt nachher als erster seine Markerlichter. Schießt er in diesen taktischen Trupp. Sind 2 Schuss, die auf die 3+ treffen. Ach, das ist natürlich nichts. Dann schießt als nächster ein Smart Missile System. Schießt ebenfalls reiner 2 Smart Missiles, sind 8 Schuss, die treffen auf die 3+. Das sind einmal 3 Treffer und 4, 5, 6, 7 Treffer. Dadurch, dass es dieses Raketensystem ist, ignoriert es dementsprechend die Deckung. Das heißt auf die 3+. Wir haben 3, 4, 5, 5 Rüstungswürfe für den taktischen Trupp. Hier kommen die Rüstungswürfe. Das macht einen Schaden. Einen Schaden. Das heißt, ein Marine stirbt. Ja, der Rest der Truppe, er möchte schießen, aber hält sich noch zurück in Deckung von dem Gebäude, weil die Blood Angels werden sicher in Kürze mit einer Landungskapsel hier reinkrachen. Und irgendwie wissen die Tau noch nicht wo, aber dort, wo sie reinkrachen, da wird es sehr blutig werden. Das heißt, die Tau halten sich zurück, noch in Deckung. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht ab Runde 3 etwas anrichten können. Ja gut, dann schauen wir mal zur Moralphase. Die Blood Angels haben ja durchaus Leute verloren. Wir haben hier einen Veteranen-Sergeant, der hat einen Moralwert von 8. Das heißt, mit einem Toten schafft es automatisch. Hierin haben wir allerdings 4 Mann verloren, wenn ich das richtig sehe. Ja, da müssen wir mal würfeln. Wir haben eine 2, 4 und 2, 6, Moralwert 8. Das geht gut. Bei den Scouts schaut es möglicherweise ein bisschen schlimmer aus. Wir haben hier 6 tote Scouts und im Krater, brennenden Krater, einen übrigen Veteranen-Sergeant. Mal schauen, ob seine Moral hält. Ja, mit einer 1 hält sie. Gerade so. Jetzt geht's los mit Blood Angels Runde 1. Bewegungsphase der Blood Angels. In unserer Befehlsphase davor haben wir einen Kommandopunkt zurückbekommen. Das ist schön. Der Strike, ja, es malt sich seine Überlebenschancen aus und wir sind der Orden der selbstlosen Opferung. Also ja, wir gehen einmal diesen großen, großen, fetten Anzug an. Ja. Es manövriert sich in Schussreichweite. Der überlebende Sergeant des Scouts, der hat beschlossen, diese Krater zu räumen und einmal hinter den Containern in Deckung zu gehen. Das war definitiv zu viel. Das hält er natürlich nicht noch einmal aus. Das Whirlwind hat auch ein bisschen zu viel Panzerabwehrbeschuss abbekommen und manövriert einmal hinter diese Container und hofft, dass in der Ferne der Dornenhai vielleicht nicht so effektiv ist wie vorher. Commander Weitsicht. Der Captain und sein taktischer Trupp rücken in dieses Gebäude vor, der zweite taktische Trupp ebenso. Der taktische Trupp mit den Plasmawaffen ist gezwungen vorzurücken, um dieses zentrale Missionsziel zu sichern. Der kleine, jetzt inzwischen nur noch aus 4 Mann bestehende taktische Trupp, rückt vor in Richtung dieser Kiste, weil Missionsziel 4 ist da nicht weit. Das wäre dann das Ende der Bewegungsphase und in dieser
Unterphase donnert jetzt hier mal der erste Teil der Verstärkung runter. Es kommt eine Landungskapsel und im Rücken der Armee der Tau, hier haben wir einen ihrer panzerabwehrlastigen Kommandanten, plus den weichen Unterbauch der Tau, nennen wir es mal so, kommen die Veteranen, plus der Armee-Standartenträger, plus ein Apothekarius und einer der Skriptoren. Also die Hälfte der Armee kracht hinter die Linien der Tau. Könnte man so sagen, ja. Gut, das war das, die Bewegungsphase. Zeit für Psi. Mein Psioniker kanalisiert seine spirituelle Macht und darf eine zusätzliche Psi-Kraft manifestieren. Das heißt, er darf jetzt für einen Befehlspunkt eine dritte Psi-Kraft wirken. Als zuallererstes möchte er den Schild des Sanguinius auf den Veteranentrupp wirken, damit dieser einen 5-Plus-Rettungswurf bekommt. Dieser Psi-Kraft gelingt auf beinahe 6 und misslingt ihm leider. Das war der erste Versuch. Als nächstes wirkt er auf sich selber die Schwingen des Sanguinius, um fliegen zu können und eine Bewegung von 12 Zoll durchzuführen. Diese Psi-Kraft ist ebenfalls bei einem 6er möglich und gelingt wunderbar, großartig, nur erlebt er auch gleich die Gefahren des Warp und verliert W3 Leben. Er verliert 2 Leben. Das tat weh. Aber er kann jetzt sofort eine Bewegung ausführen und diese Bewegung führt ihn hierher. Als nächstes, da wäre jetzt der 12er vielleicht besser gewesen, wirkt er noch auf das nächste sichtbare Ziel einen, wie heißt das, Psi-Blitz? Einen Schmetterschlag, danke. Einen Schmetterschlag, der gelingt bei einer 5 und der misslingt ihm. Ha, ich gebe noch einen Punkt aus, wir sind in der Psi-Phase. Schau mal, ich möchte dir eine schmettern. Ja. 6, er gelingt, aber ganz normal. Also verlierst du W3 Leben, das sind 2 Leben. Naja, 2 Leben, so und so. Ja. Gut. Gut. Die Schussphase eröffnet jetzt auch mein Psioniker. Sein Sturmbolter feuert auf diesen Trupp aus 2 Schilddrohnen. Sind auf die kurze Entfernung 4 Schuss. Sie treffen auf die 3+. Wir haben hier 2 Treffer. Mit einer Stärke 4 auf Widerstand 4 verwunden sie auf die 4. Das ist zweimal. Durch zweimal eine 4+. Einmal nicht. Und jetzt habe ich noch den Rettungswurf nicht geschafft. Und eine der Drohnen schwirrt ab. Das Deathwind-Raketensystem meiner Landungskapsel feuert hier auf den Truppentransporter. W6 Schuss, es sind 3 Schuss. Sie treffen auf die 3+. Da haben wir 3 Treffer, die mit Stärke 5 daherkommen. Sie brauchen also 5er, um zu verwunden. Wir haben keine Wunde. Das prallt alles hier sinnlos ab. Es gibt aber noch ein bisschen mehr. Wir fangen an mit dem Veteranentrupp. Da feuert er mal ein Melter auf diesen Truppentransporter, ebenso ein Plasmawerfer, der nicht überkocht, eine Flammenpistole und ein Bolter und ein Flammenwerfer. Fangen wir mit dem Melter an. Der Melter trifft mit einer 6, er hat eine Stärke von 8. Widerstand 7 habe ich. Also auf die 3+, verwunde ich ihn nicht. Kinder, das nennt man übrigens den Melter-Effekt. Ich gebe einen Befehlspunkt aus, weil ich würde ihn doch gerne verwunden und jetzt verwunde ich ihn auch. Es ist ein Schadenswurf mit Rüstung minus 4. Ich habe eine 3er Rüstung, also dementsprechend habe ich nichts. W6 Wunden sind das, 5 Wunden. 5 Wunden und ich bin unten auf 7 Leben. Weiter geht es mit 2 Schuss mit dem Plasmawerfer. Der trifft nicht. Dann kommt, dann kommt als nächstes eine Flammenpistole, 6 Schuss, na das ist ja schön. Sie trifft automatisch, hat allerdings nur Stärke 3, also brauchen wir hier 6er. Einmal, normale Rüstung. 3er Rüstung und den habe ich nicht geschafft, das heißt, ich bin auf 6 Leben. Dann kommt jetzt der große Bruder davon, das ist der Flammenwerfer. Der trifft 4-mal, ebenso automatisch, hat eine Stärke von 4, verwundet also auf die 5. Da haben wir eine Wunde. Einmal wieder nicht geschafft, das gibt's ja nicht. Ich bin auf 5 Leben noch mit meinem Transportpanzer. Und jetzt haben wir auch noch eine Boltpistole von dem Trupp, die trifft und wir haben dasselbe Spiel mit 5, aber das prallt ab. Jetzt geht es weiter mit 2 Boltpistolen vom Apothekarius und vom Armeestandartenträger, die fassen wir einfach mal zusammen. Beide daneben. Okay, das war der Beschuss aus dem Eck der Landungskapsel. Also das nächste Mal soll man sich einfach merken, dass der Teufelsrochen hier einfach seine Luke zumacht, dann wird er auch nicht von den Flammen der Blood Angels erwischt. Mit lautem Zischen feuern die Whirlwind-Kastellane vergelter Raketenwerfer, also die schweren Raketen,
auf den Truppentransporter der Tau. Und der Dornenhai schießt seine Raketen ab und versucht die anderen Raketen zu erwischen, aber es geht leider nicht. Es gelingt nicht, weil das in der Regel nicht vorgesehen ist. Aber cool wär's. Cool wär's. 2D3 Schuss segeln daher. Es sind 3 Schuss insgesamt, nein, 4 Schuss insgesamt. Mhm. Sie treffen auf die 3+. Da treffen 2. Sie haben eine Stärke von 7, er hat einen Widerstand von 7. 5 Leben habe ich noch. Eine Wunde, das hat einen Durchschlag von -3, weil wir in der Devastor-Doktrin sind. Natürlich nichts. Und er verliert 2 Leben. Dann ist er auf 3 Leben. Er lebt aber noch, das ist das Wichtige. Er lebt aber noch, der Kerl will nicht sterben. Luke dicht! So, der taktische Trupp hier hinten feuert mit den Boltern auf den Dornenhai. 3 Bolter rattern los. Wir haben einen Treffer, keine Wunde. Weiter geht es auf dieser Seite, hier drinnen. Der große taktische Trupp feuert den schweren Bolter ab, plus alle Bolter, die hier vorhanden sind, ebenfalls auf den Dornenhai. Er muss runtergeplinkt werden. Wir fangen an mit dem schweren Bolter. Der ist ja in dieser Edition herrlich gut geworden und trifft auch gleich 3-mal herrlich gut. Stärke 5 gegen Widerstand 7, 5er sind gefragt. Wir haben einen mit -2 wegen der Devastor-Doktrin. Ich habe einen -2, aber ein 3+ normalerweise, 5. Das heißt auf die 5, das habe ich auch geschafft. Prallt aber trotzdem ab. 7 Schuss Bolter kommen hinterher. Einer noch dazu. Na, das war ein phänomenaler Wurf unserer Plattenschutz. Wunderbar, Sie haben einen Captain daneben. Das sind 5 Einser gewesen. Der Captain ruft über den Box. Schaut mal streng rüber. Was soll das? Was war das? Na, gleich besser, aber der eine hat wieder versagt. Okay, das ist Stärke 4 gegen Widerstand 7. Es braucht wieder 5er. Und wir haben 3 auf die normale Rüstung. Auf die normale Rüstung nicht -1? Nein, wir sind noch in der Devastor da drin. Ah, ich verliere 2 Leben. Hübsch. So, hier drüben, das Strike feuert den Multimelter und seine Bolter hinein in den Prototypanzug. Diesen schnellen da, ja. 2-mal der Multimelter, er trifft 1-mal. Er hat eine Stärke von 8. Was haben wir für einen Widerstand von 7? 3er ist gefragt. Der geht durch. Du hast -5, weil jetzt die Devastor-Doktrin ist. Ich habe einen 5er Rettungswurf und der gelingt mir. Pardauz, der Bolter muss uns richten. Wir treffen hier 3-mal mit dem Bolter. Und verwunden dich nicht. Tja. Das war wohl die Schussphase der Blood Angels. Die Nahkampfphase, auch genannt die Blood Angels Phase, geht los. Ja? Der Veteranentrupp hier drüben, der musste außerhalb von 9 Zoll zu diesem Transportpanzer aufstellen. Ganz normal, ja? Als er die Landungskapsel verlassen hat. Der Apothekarius daneben, der führt eine Ikone des Engels mit. Das motiviert die Blood Angels ganz besonders. Sie dürfen hier jeden verhauten Angriffswurf, der innerhalb von 6 Zoll dieses Modells, das betrifft alle hier, durchgeführt wird, wiederholen. Noch dazu sind die Blood Angels. Wir addieren also +1 auf den Angriffswurf. Also schauen wir mal, ob es uns gelingt. Jetzt muss ich natürlich ansagen, wen ich da angreifen will. Der ganze Veteranentrupp sagt an, er möchte diesen Transportpanzer und sonst nichts anderes angreifen. Hier sind die Würfel, jetzt wird es spannend. Wir haben hier eine 5. Das ist echt mistig. Ich gebe gar nichts aus. Ich habe die Ikone des Engels. Ich darf. Ja, genau. Und jetzt haben wir eine 5. Ein Wiederholungswurf darf nicht wiederholt werden. Deswegen ist jetzt das daneben gegangen. Dennoch, gibt es Abwehrfeuer der Tau in irgendeiner Form? Nein, in dem Form, na, jetzt einmal nicht. Jetzt einmal nicht. Okay. Wir haben direkt daneben, hier, unseren Armeestandartenträger. Er sagt, die Ehre des Ordens ist besudelt durch diesen Missglück. Ich greife ebenfalls diesen Transportpanzer an. 8+1 ist 9, dies gelingt. Ja? Was für ein tapferer Held. Hoppidi hopp, er steht an der Düse. So, als nächstes versucht jetzt auch noch mein Apothekarius. Er selber. Er hat eine 6, 7, 8 und die 9. +1 für die Blood Angels. Yeah. So, wir kommen hier ran. Und versuchen dann diesen Panzer zu knacken. Das waren noch nicht alle Angriffswürfe. Mein Skriptor schüttelt sich und möchte hier diesen Melter-Commander oder Anzug angreifen. Abwehrfeuer! Diesmal rattert's. Das Abwehrfeuer der Tau beginnt. Also wir fangen an mit diesem Feuerkriegertrupp. Da wird der Shazui, und zwar der hier, hat einen Marker und versucht diesen Marker abzuschießen. Mit 1 gelingt das nicht. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 normale Feuerkrieger, das heißt, das sind 8 Schuss und mit diesen 8 Schuss werde ich auf den Psioniker schießen, auf die 5+.
Das sind 1, 2 auf die 3 plus einmal ein Rüstungswurf. Der misslingt, hat er noch ein Leben. Und jetzt ist eigentlich das Spannende aller spannenden Fragen, und zwar der Commander. Der Commander hier in seinem Cold Star hat 4 Melter, treffen auf die 5, 1er darf ich wiederholen, weil er einen Cross-Linked Stabilizer Jet hat. Das heißt, der ist super wendig. Also wir würfeln, wir haben einen Treffer. Ich werde einen Kommandopunkt ausgeben, weil es ist... Hat er einen Rettungswurf? Nein. Nein, dann gebe ich keinen Kommando. Auf die 2 plus. Ja, und er hat nur noch ein Leben. Die haben ein Minus von 4? Die haben ein Minus von 4, ja. Richtig, Minus 4. Schlacke. Ja, haben wir noch Glück gehabt, aber wir haben eines der Ziele erfüllt, nämlich den ersten mit Aspirin-Kopftabletten haben wir versorgt. Ja, Abhor the Witch. Rotfuchs, Psionika, Psyphase, das ist nichts. Wir haben noch mehr, du wirst schon sehen. Gut, zuallererst aktiviere ich für diese Nahkampfphase mal meinen Apothekarius. Er rückt 3 Zoll vor, um näher am Ziel zu sein. Er schlägt mit seinen Zähnen Terras hin, die geben ihm noch einmal 3 zusätzliche Attacken. Er hat von Haus aus 3 Attacken, plus er hat einen Angriff durchgeführt, hat also Kampfschock. Ja, das sind insgesamt 7 Attacken, die auf die 3 plus treffen. Ja, das ist die Phase der Blood Angels, oder? Ja, eindeutig. So, aber es gehen nur 3 davon durch, wenn ich das gerade richtig gezählt habe. Er hat damit eine Stärke von 5, würde dich auf die 5 plus verwunden, aber er addiert plus 1 auf den Angriff. Also auf die 4 und wir haben keine einzige Verwundung. Ja. Du hättest jetzt die Möglichkeit zu unterbrechen, wenn du wolltest. Natürlich nicht, das würde ich nicht machen, aber wir haben ja noch einen Standartenträger da hinten. Ein bisschen peinlich ist das jetzt natürlich schon, ja. Also das müssen wir jetzt auch mal sagen. Der Standartenträger, der hat auch ein Astartes-Kettenschwert. Das heißt, das gibt ihm ein bisschen eine Hilfe dabei. Er hat von Haus aus 3 Attacken und er greift an. Das heißt, wir haben hier 4 Attacken. Diese treffen ebenso auf die 3 plus. Davon treffen genau 2. Und wir haben eine Stärke von 4. Wir verwunden ihn also auf die 5 plus, wird aber zu 4 plus, weil Blood Angels. Wir haben eine Wunde mit minus 1. Ja, würfeln wir gleich und die haben wir geschafft. Er lebt noch. Und er haut natürlich zurück und er haut alles auf den Apothekarius. Er hat, Horse, 3 Leben, das heißt, er ist in der untersten Gruppe. Er hat eine Attacke und die wird jetzt treffen. Die trifft natürlich nicht. Das war die Nahkampfphase. Ja, Moralwert müssen wir machen für die Drohne da hinten. 5 hat eine verloren, 6, das hat eine Drohne, soweit ich weiß. Hat die das geschafft? Da muss ich kurz nachschauen, weil auswendig weiß ich das nicht. Normalerweise werden sie immer zerstört. Ja, sie haben einen Moralwert von 6, das heißt, wir haben das geschafft. Sonst haben wir noch keine Verluste erlitten, außer dass der Teufelsrochen hier komplett angekokelt hier steht. Am Ende der ersten Runde schaut es, was Siegespunkte betrifft, folgendermaßen aus. Für die primären Missionsziele bekommt man da ja noch nichts, aber für die sekundären Missionsziele durchaus. Die Tau haben das Ziel Attentat, 3 Siegespunkte für jeden feindlichen Charakter, den sie zerstört haben. Normalerweise ein Missionsziel, das erst am Ende des Spiels gewertet wird, aber das rechnen wir jetzt einmal rein. Das sind 3 Siegespunkte und sie bekommen noch 5 Siegespunkte, weil sie einen psionischen Charakter zerstört haben. Das heißt einmal 5 Siegespunkte dafür und sie bekommen auch noch 5 Siegespunkte jetzt zu Beginn der zweiten Runde, weil sie ein Missionsziel, nämlich Missionsziel 3, hier kontrollieren. Am Ende des ersten Zuges haben die Blood Angels insgesamt 5 Missionsziele. 5 Ziele? Ja. 5 Punkte bekommen. Und zwar, weil sie die Linie durchbrochen haben. Vollständig in der gegnerischen Aufstellungszone stehen mehr als oder 2 oder mehr Einheiten, nämlich Veteranen, ein Armeestandartenträger, ein Apothekarius und natürlich auch noch die Kapsel. Dafür bekommen sie 4 Punkte und dafür, dass sie das zentrale Missionsziel halten, das ist auch das sekundäre Missionsziel, nämlich das Niemandsland kontrollieren, bekommen sie, weil es in Runde 1 ist, einen Punkt. Also 5 Punkte für die Blood Angels, 8 Punkte für die Tau,
am Ende von Runde 1 und zu Beginn von Runde 2 bekommen die Tau 5 Siegespunkte, weil sie ein Missionsziel kontrollieren. Die Bewegungsphase der Tau ist abgeschlossen. Die Panzer haben sich von links ein bisschen nach vorne bewegt. Die Feuerkrieger hier sind stationär geblieben. Der Commander ist ein bisschen nach hinten gegangen. Der Truppentransporter Teufelsrochen hat sich zurückgezogen, hat aber vorher noch seinen Breacher-Team ausgeladen. Und der Dornenhai hat sich ein bisschen nach vorne bewegt. Den bewegen wir noch ein bisschen nach vorne. Die Tetras sind hier nach vorne gezischt auf dieses Missionsziel. Und der große Uvara Battlesuit hat seinen Nova-Reaktor gezündet, hat dadurch ein Leben verloren und seine Waffen überladen jetzt. Das ist die Bewegungsphase der Tau. Die kleinen Scouts der Tau werden anfangen, und zwar, die stehen da hinten bei diesem kleinen Tempel, und zwar dieser eine Scout schießt mit seinem Marker hier auf der Strike und der zweite schießt seinen schweren Marker auf die Marines, und zwar auf den vorderen Trupp, der hier steht. Wir fangen hier an, ob die drei treffen. Drei, das heißt, wir haben drei Marker, die hier auf dem Trike sind. Und jetzt schauen wir, ob wir den ersten taktischen Trupp auch so gut treffen. Eins, zwei, wir haben zwei Marker, die auf dem taktischen Trupp sind. Als nächstes wird dieser Trupp Feuerkrieger hier. Wo haben wir denn? Hier ist der Trupp Feuerkrieger. Der wird das Feuer eröffnen, und zwar auf das Trike. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schuss, 4, 5, 6. Die treffen auf die 4 plus 1er, darf ich wiederholen. Das sind zwei Treffer, kein 1er, und verwunden auf die 4 plus, kein Rüstungswurf. Als nächstes geht es weiter mit diesem Feuerkriegertrupp. Dieser Feuerkriegertrupp fängt an, indem er seinen Marker auf den Corbulo, also auf diesen, was ist das, auf den Apothekar, also nicht der Corbulo, auf die 4 plus trifft nicht. Kann er ihn wiederholen mit dem Kommando? Nein, das können wir nicht, das können nur Space Marines. Dann sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mal 2 sind 8 Schuss, die auf ihn gehen, auf die 4 plus sind 2 Treffer. 3, 4 Treffer sind 4 Treffer, die verwunden ihn auf die 3 plus. Na, ist ein Rüstungswurf auf ihn. Geschafft. Den hat er geschafft. Es macht wieder Bleeps, und mit Bleeps geht ein orbitaler Marker auf diesen Trupp hier nieder. Und als nächster wird der Raketenpanzer, der Dornenhai, der Tau eröffnen. Und zwar, er wird seine Marker ebenfalls auf diesen Trupp abschießen. Seine Schwärmer-Raketen wird er auch auf diesen Trupp abschießen, und er wird drei seiner Raketen, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein Overkill ist, wird er hinten auf dieses Trike abschießen. Wir fangen an, machen wir das Trike mal hinten. Okay. Es sind drei Schuss, die treffen auf die 3 plus, ich darf 1er wiederholen. Wow, 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 wow. 2, 2, 2. Ich werde einen Kommandopunkt ausgeben. Ja, gut. Das trifft. Schauen wir, ob es auch verwundet. Ja, es verwundet. Diese Rakete hat einen Durchschlag von minus 2. Gut, einen 5 plus Rüstungswurf. Hat er geschafft. Na, war das schlecht. Ja. Gut, jetzt kommen die zwei Marker, die kommen hier hin. Das ist auf die 3 plus. 1er darf ich wiederholen. Sind noch einmal zwei Marker, die auf diesem Trupp sind. Richtig. Jetzt werde ich noch einmal einen Kommandopunkt zünden. Und ich glaube, W3 plus einen Marker noch dazugeben. Das ist so eine weitere Fähigkeit. Das heißt, noch einmal 2. Das heißt, ich bin auf 5 oder auf 6. Das ist das Mark. Genau. Und richtig, damit habe ich de facto alles. Und jetzt schießt das Schwärmer-Raketensystem von diesem Panzer, das sind 8 Schuss, schießen ebenfalls auf diesen Trupp hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich treffe auf die 3 plus, 1er wiederholen. 1, 2, 3, 1er habe ich. Nicht. Ich habe eine Stärke von 5, das heißt auf die 3 plus. 1, 2 Rüstungswürfe habe ich mit den Space Marines. Mit einem Minus von? Mit gar keinem Minus. Beide werden an der Servorüstung abprallen. Sehr, sehr stark. Haben sie geschafft. Der Teufelsrauch, also der Dornenhai, hat soeben 1, 2, 3 Raketen verloren und hat nichts angerichtet. Na, schauen wir, ob es Longstrike besser macht. Longstrike
gibt einen Kommandopunkt wieder aus. Ich bin auf 7 Kommandopunkte und er modelliert wieder seine Waffen auf maximale Feuerkraft. Damit hat er 6 Schuss. 3, 4, 5, 6. 6 Schuss. Und die letzte Lenkrakete, die er hat nämlich 2 Lenkraketen, die wird hinten auf das Trike gehen. Schauen wir, ob es diesmal schaffen. Natürlich, die Schwärmerraketen gehen ebenfalls auf diesen Trupp. Auf die Veteranen. Richtig. Wir fangen an mit der, mit der Ionenkanone. Natürlich im Overcharge. 6 Schuss treffen auf die 2 Plus. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stärke 8, das heißt auf die 2 Plus. Dann haben wir wieder 6 mit minus 2 und jeweils D3 Schaden. Der Commander mit seinen Raketendüsen schießt 2 seiner Fusionsblaster auf den Apothekarius und 2 auf den Standartenträger. Wir fangen an, auf den Apothekarius sind 2 Schuss auf die 2 Plus. Er darf 1er wiederholen wegen seinen Cross-Linked Stabilizer Jets. Trifft 2-mal, darf 1er beim Verwunden wiederholen. Das heißt, der erste, ja, ist tödlich. Stärke 8, oder? Der hat Stärke 8, ja. Ja, und der zweite, ja, sind 2 bei ihm tödlich, mit minus 4 auf die Rüstung. Gut, ich mach gleich mal den Schadenswurf. Der erste sind 2 bei 6, weil du ja auf 9 Zoll drin bist und das ist ein Melter. Ist der erste 4 und der zweite wäre 6. Gut. Kleiner Fehler, 6 Rüstungswürfe müssen vom Apothekarius gemacht werden. Rüstungswürfe hat er ja nicht, weil nein, die gehen ja durch. Das sind die Leben, die mir durchgehen. Und mit meinem Natikium versuche ich mich hochzuspritzen. Bei 6 dann ignoriere ich was. Er schmilzt. Ja, und dann schießen wir gleich weiter. Und zwar 2 Schuss auf, den Stadatenträger. Sind wieder 2 Schuss auf die 2 Plus treffen. Und auf die 2 Plus sind wieder 2 mit minus 4. Jetzt habe ich wegen der Pipeline einen 6er Rüstungswurf. Der gelingt mir einmal. Gut, dann schauen wir, wie viel Schaden. 2 bis 6, der niedrige wird, kommt weg. Das heißt 5 Schaden mit minus 4. Gut. So, damit geht auch er den Weg aller Dinge und schmilzt zur Schlacke. Vorher würfen wir aber noch, ob der Apothekarius vom Banner inspiriert Rache nimmt. Schauen wir mal, auf eine 4+. Nö, der stirbt einfach. Und was macht unser Bannerträger selber? Der nimmt Rache. Er wirft eine Fragmentgranate auf die Kerle. Das sind dann automatisch 6. Stärke 3 Treffer. Schauen wir mal. Er trifft 4-mal. Und er verwundet 2-mal. 2 Rüstungswürfe des Breacher-Teams. Ich habe 2 Rüstungswürfe und dann noch einen Rettungswurf. Und zwar durch das Guardian Field von dieser Drohne. Wie viel Rüstungswürfe hast du gesagt? Wie viel 2. 2 Rüstungswürfe auf die 4 plus, nein, und einmal den 5 plus, nein, damit stirbt einer. Ja, der große Kampfpanzer, der schießt mit seinem Smart Missile System hinten auf diesen Veteranen noch. Da schießen dann noch, ich glaube, 8 Schuss sind es, die rübergehen. Und die restlichen Schuss, das heißt sein Massebeschleunigergewehr und die letzte Lenkrakete, die er hat, weil der hat jetzt, glaube ich, schon 5 Lenkraketen gefressen, die gehen auf das Trike. Wir fangen mit dem Trike an. Das ist ein Schuss mit seinem Hammerhai-Schuss, mit diesem Massebeschleuniger auf die 2+, weil er ist in der Nähe von meinem Commander. Er trifft, jetzt schauen wir, ob er verwundet. Brennt das? Nein, ich glaube, das brennt nicht. Das ist ein 4er, damit verwundet es. Es hat Armor Piercing minus 4, damit hat es nichts. W6 Wunden und damit geht das Strike hin. Die Rakete werden wir dann nicht abschießen oder die verfällt, die schießt irgendwo rauf in den Himmel, weil irgendwo oben ist ja noch ein Psioniker, wenn ich mich recht erinnere. So, und jetzt gehen noch das Smart Missile System, das sind 8 Schuss. 4, 5, 6, 7, einen Würfel brauchen wir noch, sind 8 Schuss und diese 8 Schuss treffen hier auf die 2+, weil er ist wieder in der Nähe von ihm. 1er darf ich wiederholen, weil ja viele Marker auf dem oben sind. Das heißt, das sind 7 und die 7 sind auf die 3+, müssen Rüstungswürfe gemacht werden. Das heißt 3, 4, 5 Rüstungswürfe. Rotfuchs, machst du gleich 5 Rüstungswürfe mit dem Marine. So, 5 Rüstungswürfe kommen sofort. 5 Rüstungswürfe und damit geht der letzte der Veteranen hinüber.
Der große Uvara-Kampfanzug, der schießt jetzt auf den Space Marine Trupp, und zwar den ersten, der hier vorne ist. Auf den taktischen. Richtig. Der das Missionsziel in der Mitte hält. Und wir fangen an mit dem schweren Flammenwerfer, der überlebt natürlich. Und wir haben 3W6 Treffer, die hier reingehen. Das sind 6, 7, 8, 9, 10. 10 Treffer, die haben eine Stärke von 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf die 3 plus. Und das sind 8 Rüstungswürfe mit minus 3. Du hast hier keine Deckung, weil es ja ein Flammenwerfer ist. Ah, stimmt, richtig, der trifft automatisch, ja. Minus 3, ja, mit minus 3, also minus 2 in dem minus Fall. Minus 3 insgesamt, 1, 2 schaffe ich und 2 Marines sterben. Ja, die machen, na, sie hat nur einen Schaden, also 2 Marines sterben. Zwei Marines sterben. Als nächster geht die Ionenkanone, die hat 6 Schuss, 3, 4, 5, 6. Ich darf 1er wiederholen, weil ich einen Multitracker habe. 3, 4, 5, 6, das heißt auf die 4 plus 1er wiederholen, sind 1, 2 Treffer. Einer ist zum Wiederholen. Ah, eines zum Wiederholen, richtig, sind 2 Treffer. Die haben eine Stärke von 9. Eine Wunde. Und die hat diesmal mit minus 2. Ist also auf minus 1. Ja. Mit wie viel Schaden? Macht 3 Schaden. Dann ist noch ein Marine weggeguckt. Als letzter schießt noch der Flacettwerfer, schießt 5 Schuss, treffen auf die 4 plus, 1er darf ich wiederholen, sind 3 Treffer mit einer Stärke von 3, das heißt auf die 5, einmal noch mit minus 1. Am Ende von Tau Phase 2 bekommen Sie zu den 5 Punkten, die Sie am Anfang für das Halten von einem Missionsziel am Boden, primäre Missionsziele bekommen haben, noch 2x3 Siegespunkte, weil sie 2 Charaktermodelle als sekundäres Missionsziel Assassinate, also Attentat, erfüllt haben. Damit beginnt jetzt die Runde 2 für die Blood Angels. Die Blood Angels haben jetzt ihre Bewegungsphase beendet. Der große taktische Trupp, der noch unangetastet ist, der ist hier in der Ruine vorgerückt, mittendrin der Captain, und der schreit wild Befehle herum. Da vorne, der kleine, ziemlich angeknackte taktische Trupp, hat vorhin bravourös seinen Moralwert geschafft und ist jetzt in die Mitte des Spielfelds vorgegangen, bereit, die Plasmawaffen zum Einsatz zu bringen. Hier vorne wiederum in der Nähe des Dornenhais und bei Missionsziel 4 ist der kleine taktische Trupp vorgerückt. Er sichert jetzt Missionsziel 4. Und hier hinten ist der Whirlwind Artilleriepanzer hinter der Ruine in Deckung gefahren und sichert momentan Missionsziel 2. Das war aber noch nicht alles. Wenn wir einen Blick hier rüber werfen, sehen wir, dass hier mit einem Lichtblitz ein Terminator erschienen ist, und zwar ein Psioniker in Terminator-Rüstung. Jetzt wird's schön. Wir beginnen mit der Psi-Phase. Für einen Befehlspunkt kanalisiert mein Skriptor seine spirituelle Macht und darf nun einen weiteren psionischen Angriff durchführen. Er beginnt damit, dass er zuallererst einmal die Schwingen des Sanguinius mit einem Warpwert von 6 wirkt. Das gelingt ihm mit einer 8, Tau können da nicht sonderlich viel dagegen tun. Er hat nun die Fähigkeit Fliegen und darf sich sofort 12 Zoll bewegen. Diese 12 Zoll nutzt er, um nahe und persönlich hier heranzuhüpfen. Als nächstes, und wir machen das so, dass er ein bisschen näher bei diesem unangenehmen Kerl da ist. Als nächstes wirkt er auf sich die Beschleunigung. Er kann damit Vorrückenwürfe und Angriffswürfe wiederholen und W3 zu seinem Attackenwert addieren. Dies gelingt ihm bei einer 6. Auch dies gelingt ihm sogar mit einer 11. Das wäre toll. Das wäre toll für einen Schmetterschlag, der jetzt kommt. Das ist jetzt die dritte Kraft. Er ist näher bei diesem Prototyp Riptide. Und er kanalisiert ihn mit einer 10. Ja? Somit verliert er W3 tödliche Wunden. Das sind 2 tödliche Wunden, die... Auf 10 Leben ist er, zweimal den Nova-Generator, startet mit 14. Das heißt, der Riptide, der Uvara ist es, ist auf 10 Leben. Das war nun die Psi-Phase. Hier in der Ruine steht mein Captain und er feuert seinen Melter auf den Uvara Riptide-Suit ab. Er trifft auf die 2+.
Ihr dürft den 1 wiederholen. Er trifft aber, er hat eine Stärke von 8. Der Iwara hat einen Widerstand von 7 hat er. Einen Widerstand von 7. Schauen wir mal. Das ist eine 5. Das ist tödlich. Hat minus 4. Es ist die taktische Doktrin aktiv. Hat einen Rettungswurf. Von 5 plus, den er schafft. Der gelingt ihm. Als nächstes feuern auf ihn. Hier mit überhitzen diesmal. Eine Plasmakanone, ein Plasmawerfer und ein Kombi-Plasmawerfer des kleinen taktischen Trupps. Fangen wir an mit der Plasmakanone. Sie hat wie viel Schuss? Sie hat einen Schuss. Dieser Schuss, den darf ich wiederholen. Er würde sie niederkochen und sie kocht sich auch so nieder. Das hat ihr nichts geholfen. Der Plasmawerfer hier drüben feuert zweimal. Er trifft auf die 3 plus, trifft zweimal, hat Stärke 8 jetzt. Widerstand 7. 3 plus ist gefragt, zweimal mit der minus 3. Ja, dann bleibe ich beim 5er und... Du verlierst je 2 Leben, das sind 4 Leben weniger. Das heißt, ich bin auf 6 Leben. Als nächstes macht es der Kombi-Plasmawerfer, da wird nur der Plasmawerfer abgefeuert, ebenfalls auf die 3 plus. Zwei wunderschöne Treffer und ebenfalls zweimal mit minus 3. Zwei Rettungswürfe bitte. Das sind noch einmal 2 Leben weniger. So ein 6 habe ich doch geschafft. Ja, eh. Achso, ja, 2 Leben, richtig. Bin ich auf 4 Leben. Gut, als nächstes feuert mein Skriptor seinen Melter da hinein ab. Er trifft auf die 3 plus. Jetzt gebe ich einen Befehlspunkt dafür aus. Er trifft. Ich schaue, ob ich ihn bekomme, weil ich habe ja diese Fähigkeit. Ich bekomme ihn nicht. Und ich verwunde. Es ist eine minus 4, also wir haben wieder einen Rettungswurf. Habe ich nicht geschafft. Ich werde einen Kommandopunkt ausgeben, um das noch einmal zu wiederholen. Und mit einer 6 gelingt es. So, als nächstes feuert das Whirlwind seine schweren Raketen auf den Iwara-Kampfanzug ab. Dabei wird ein Befehlspunkt ausgegeben, um Unterdrückungsfeuer auszulösen. Bekomme ich einen zurück? 6? Ja, ich bekomme die Tau klauen mir dafür einen Befehlspunkt. Folgendes wird jetzt passieren. Wenn ich einen Treffer erziele, es geht gar nicht ums Verwunden, sondern nur um das Treffen, kann der Riptide kein Abwehrfeuer mehr geben. So, schauen wir mal. 2W3 Schuss. Wir haben hier 3 Schuss insgesamt. Sie treffen auf die 3 plus. Alle 3 treffen, das heißt, Unterdrückungsfeuer ist aktiv. Stärke 7 gegen Widerstand 7 sind 4er. Zweimal mit, ich glaube, minus 1. Habe ich eine. Ja, verliert er ein Leben. Verliert er 2 Leben. 2 Leben. Er ist dann noch auf 2 Leben und kann kein Abwehrfeuer geben. Was natürlich für einen Iwara, der einen großen Flammenwerfer hat, sehr, sehr schmerzlich ist. Der taktische Trupp eröffnet das Feuer auf die Tetra-Aufklärungsfahrzeuge. Es sind ein Haufen Bolterschüsse. Einser darf ich hier wegen meinem Captain in der Nähe wiederholen. Das wären 2 Wiederholungswürfe. Die treffen auch. Die Zweier, die gehen unwiederbringlich daneben. Widerstand 5. Ja, Stärke 4. Wir brauchen 5er. Das sind einige. 1, 2, 3. Die haben jetzt einen Durchschlag von minus 1, weil die taktische Doktrin hat. 5er Rüstungswurf habe ich nicht geschafft, weil ich 3 Leben, der hat noch ein Leben. Dann kommt ein Flammenwerfer, W6 Treffer, 5 Treffer. Mit Stärke 4 wieder genau dasselbe Spiel, eine Wunde haben wir. Habe ich nicht geschafft, damit geht einer hinüber, die explodieren nicht. Einer schmiert ab. Ein schwerer Bolter versucht noch den zweiten unter Beschuss zu nehmen. Er trifft zweimal, er hatte sich nicht bewegt und eine Stärke von 5, 4er sind's mit minus 1. Einen schaffe ich, einen 2 Leben weniger. Er noch 2 Leben. Als nächstes feuert der kleine taktische Trupp hier hinten seine Bolter auf den Dornenhai ab. Es sind 6 Schuss mit den Boltern und eine Boltpistole, die ich aber extra mache, weil sie profitiert nicht von der taktischen Doktrin. Die Bolter treffen 4-mal. Sie verwunden den Dornenhai auf eine 5. Wir haben hier 2 Wunden auf minus 1. Und 2 habe ich auf die 4. Beide geschafft. Hier kommt die Pistole, sie trifft nicht. Damit endet beinahe schon die Schussphase. Wir sind hier jetzt noch bei der Rakete. Bei der Landungskapsel, sie feuert ihr Raketensystem ab. Da hier so viele Breacher Soldaten der Tau stehen, sind mindestens 3 Treffer dabei. Das heißt, dieser Zweier wird zu einem Dreier. 3 Schuss wären's. Seine Explosivwaffe trifft auf die 3 plus. Wir haben hier 2 Treffer mit Stärke 5, ist auf die 3 plus, nehme ich an. Einer mit Einmal minus 1. Habe ich eine 5er gefolgt von einem 5er? Nein, einer stirbt.
Damit endet jetzt die Schussphase der Blood Angels. Die Nahkampfphase beginnt. Mein Skriptor sagt einen Angriff an auf den kleinen Tetra und auf den großen Kampfanzug. Ich kann kein Abwehr vorher geben. Ja, mit ihm könntest du schon. Nein, nein, Tetras können das nicht. Tetras können das nicht. Na, dann geht's los. Ich darf diesen Angriffswurf wiederholen und habe eine Plus 1. Das gelingt mir leicht und ich mogel mich mal da hinein. Der kleine taktische Trupp, der sagt einen Angriffswurf nur auf den Tetra an. Der ist jetzt schon gebunden, kann kein Abwehrfeuer mehr geben. Das ist eine Doppel 1. Ich könnte, das wären 3, jetzt messe ich doch einmal nach. Ja, ich glaube, das sind mehr als ob 3. Sich das ausgeht. Ne, ich habe ja plus 1. 4, es geht sich aus. Ja, die Blood Angels sind wütend. Naja, nein, sie schleppen sich eher so am Zahnfleisch ran, aber sie erreichen es. Jetzt geht es mit der Nahkampfphase los, weil mehr Angriffe kann ich da jetzt nicht ansagen. Als Angreifender nehme ich jetzt meinen Skriptor. Er hat auf sich die Psykraft gewirkt, dass er W3 extra Attacken bekommt. Er bekommt eine extra Attacke. Und jetzt muss ich kurz mal nachschauen. So, mein Skriptor führt jetzt einen Angriff aus. Er hat von Haus aus 3 Attacken. Er hat für den Schockangriff eine extra Attacke. Er hat eine extra Attacke durch seinen Zauber. Das heißt, er hat 5 Attacken, die auf die 3 plus treffen. Die gehen jetzt auf den Anzug. Alle treffen. Da er eine Psi-Axt hat, hat er eine Stärke von plus 2, er kommt auf eine Stärke von 6. Er würde ihn auf eine 5 plus verwunden, aber Blood Angels sind extra zornig, also haben wir hier 4er. Das sind jetzt 4 Treffer mit jeweils minus 2 auf die Rüstung und jeweils D3 Schaden. Ich habe eine 2er Rüstung, das heißt, ich habe jetzt noch einen 4er. Und ich schaffe es dreimal nicht, damit ist er zerstört. Explodiert das Ding? Nein, das explodiert nicht. Komisch, aber... Okay, der bricht einfach in sich zusammen. Scheinend, ne? Ja. Jetzt ist der taktische Trupp dran. Er rückt hier 3 Zoll nah, um ein bisschen näher ranzukommen. Hopp, dann gibt es Schläge. Wir haben hier einen Veteranen-Sergeant, der von Haus aus 2 Attacken hat. Er hat Schockangriff, das ist die 3. Attacke. Und er hat ein Astartes-Kettenschwert, das ist die 4. Attacke. Und sein lieber Freund, der Kerl mit dem Plasmawerfer, hat damit insgesamt 2 zusätzliche Attacken. Aber ohne Astartes-Kettenschwert, also machen wir den extra. Das sind jetzt einmal die Treffer. Er trifft mit seinem Kettenschwert 4-mal. Er hat eine Stärke von 4, das Ding hat einen Widerstand von 5, nicht wahr? Richtig. Also, wegen der Blood Angels Fähigkeit wird es zu einer 4. Einmal, bitteschön, normal. Mit minus 1. Nein, habe ich nicht geschafft. Ist auf einem Leben. Ein Leben runter. Jetzt kommt noch, wird noch geboxt. Das sind 2 Treffer, dasselbe auf die 4. Einmal mit normaler Rüstung, bitteschön. Normale Rüstung, das habe ich geschafft. Dann hast du noch ein Leben. Haha. Ja, aber der Tetra kann natürlich noch zurückhauen und er hat tatsächlich 2 Attacken, weil die Crew, 2 Leute, trifft auf die Horse 6, trifft einmal, hat eine Stärke von 4, weil er fährt über dich drüber und macht natürlich nichts. Die Runde der Blood Angels geht damit zu Ende, damit geht die gesamte Runde 2 zu Ende. Die Blood Angels haben jetzt 5 Siegespunkte dafür bekommen, dass sie Missionsziel 1 halten. Das bekamen sie am Ende ihrer Befehlsphase. Sie bekommen 3 Siegespunkte dafür, dass sie ein großes Ziel wie diesen super Kampfanzug erledigt haben. Der hat nämlich Yvara, weil er hat nämlich mehr als 11 oder 10 Lebenspunkte gehabt. Und sie bekommen 2, weil sie am Ende ihres Zuges das Missionsziel in der Mitte halten. Das ist das sekundäre Missionsziel, sichere das Niemandsland. Da bekommt man für die entsprechende Runde die Punkte. Also Runde 2, 2 Punkte. Das heißt, in dieser Runde haben die Tau 11 Siegespunkte dazu bekommen und die Blood Angels 10. Ab in Runde 3. Die Runde 3 bei den Tau beginnt. Sie halten Missionsziel 3 mit ihren Feuerkriegern. Hier das Breacher-Team hat sich wieder aus der Reichweite des Raketenwerfers zurückgezogen und seinen Truppentransporter betreten. Ein wenig manövrieren hier hinten. Ein gewisser Meta-Commander hat richtig Gas gegeben. Und ein kleiner Tettler ist hierher zurückgefallen, um einen Punkt zu verwerfen. Los geht's jetzt in der Schussphase mit dem Dornenheim. Diesmal geben wir 2 Punkte am Anfang aus. Und zwar der erste Punkt ist, dass wir wieder vom Himmel aus markieren. Und zwar geht ein Marker hier automatisch runter auf diesen Trupp. Ja, nein, wir machen das so. Geht hier auf diesen Trupp. Auf den taktischen Trupp. Das ist richtig. Und dann geben wir den zweiten Punkt noch einmal aus.
und wir werden mit einem koordinierten Arrangement, wenn wir D3 plus einen Marker ebenfalls auf diese Truppe setzen, das sind 6-4, das heißt, wir sind auf dem Maximum von 5 Markern auf diesem Trupp. Ich glaube, du hast was gegen den. Der Dornenhai eröffnet mit seinen 2 Markern auf diesem, auf dieser Einheit hier, 3 plus, sind 2 Marker, die hier auf dem Fahrzeug liegen, und jetzt gehen alle 3 Raketen, marschieren auf diesen 1, 2, 3, krachen hier rein, und die Schwärmerraketen gehen in diesen Trupp hinein. Die 3 Raketen, das Wichtige, auf die 3 plus 1er dürfen wiederholt werden. 1er wird wiederholt, sind 3 Treffer. Stärke 8. Widerstand 7, 3 plus. Auf die 3 plus sind 3 mal. Und diese 3 mal, das hat, glaube ich, eine, ich glaube, minus 2 oder minus 3, bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat eine minus 2. Minus 2, 5 Verrüstungswürfe sind gefragt. Wow, das schlägt 3 mal durch. 3 wie 6, er hat noch 8 Leben. 6, 7, 8, 9, explodiert er. Explodiert er? Nö. Nein, bei einer 6 explodiert man. Er geht kaputt. Es war ein gutes Manöver, hinten ist der Whirlwind explodiert. Der Tetra hat ihn zwar nicht markiert, aber schaut einfach cool aus, als hätte er ihn markiert. Aber es gibt ja noch ein Schwärmersystem, und dieses Schwärmersystem hält auf diesen Trupp taktischer Space Marines. Das sind 8 Schuss, die treffen diesmal auf die 2 plus 1 wiederholen. Das sind 8 Treffer mit einer Stärke von 5 auf die 3 plus. Na. Das sind 4, du hast keine Deckung. Mhm. Dann heißt das, wir haben 4 Rüstungswürfe, die haben keinen Modifikator, nicht wahr? Das ist richtig. Da gehen 1,5 Space Marines dahin. Einer und er. Weiter geht es gleich hier mit den Teufelsrochen. Der Teufelsrochen eröffnet ebenfalls all seine Schuss, und zwar seine Gatling-Kanone, als auch seine Schwärmerraketen, die er ebenfalls hat. 18 Zoll hat die Gatling. Nein, die geht sich knapp nicht aus. Dann werden wir wieder mit 8 Schuss. Diesmal trifft er auf die 3 plus und 1er dürfen wiederholt werden. Das sind 3 Einser, die werden wiederholt. Und das sind 3, 4, 5 auf die 3 plus. Das sind 3 Rüstungswürfe, keine Deckung. Wieder 3 Rüstungswürfe. Da geht noch ein Marine. Der erste Feuerkriegertrupp eröffnet auf den taktischen Trupp, der das Missionsziel umkämpft. Das sind 4, als erster kommt der Marker auf die 4 plus. Ja, wir haben einen Marker auf dieser Einheit hier. Und dann haben wir 4 Schuss, die treffen auf die 4 plus. Einser darf ich wiederholen. Ist ein Treffer und der ist nicht tödlich, also verwundet nicht. Ein Laserpointer. Richtig, dann geht es weiter mit dieser Einheit, und diese Einheit entlädt mit allem, was sie hat, auf diesen Trupp. Das ist diesmal unter der Hälfte der Reichweite, also 15 Zoll. Das heißt, es verdoppeln sich die Schüsse. Es sind 6, das heißt, es sind 12 Pulsschüsse, die auf diesen taktischen Trupp gehen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und einen Würfel brauchen wir noch. Wieder auf die 4 plus und 1er dürfen wir wiederholen. Da haben wir 2 Einser und die nehmen wir jetzt raus. Und diesmal verwunden sie auf die 3 plus, weil es einfach die starken Pulsgewehre sind. Das sind 5 Rüstungswürfe des taktischen Trupps. 5 mal 3 plus. Da geht ein Leben dahin. Das trifft den Plasmawerfer-targeten Space Marine. Unterstützt von dem Haku, und zwar dem Long Strike, eröffnet der Hammerhai mit seinem Massebeschleuniger das Feuer, und zwar quer über das Schlachtfeld hinten auf den taktischen Trupp. Und diesmal schießt er ein Streugeschoss. Wir schauen, wie viel Schuss hat. W6 Schuss. 6 Schuss gehen auf diesen taktischen Trupp hernieder. 6 Schuss. Ich treffe auf die 2 plus 1er wiederholbar. Ich habe einen 1er. Ja, das heißt, es sind 6 Treffer. Die hat eine Stärke von 6. Also auf die 3 plus. Auf die 3 plus. Wir haben 5, und diesmal, also die hat Rüstung minus 1. Du hast keine Deckung, weil ja die Marker oben sind. Also, ja. Dann haben wir eine 4 plus Rüstung. Das putzt den Trupp weg. Sehr gut. Und als nächstes schießen die Schwärmerraketen, die schießen auf diesen taktischen Trupp. Das sind 2 Schwärmerraketen, die hier schießen, das sind 8 Schuss. Die treffen auf die
2 plus, 1 wiederholbar. 2 plus, weil Longstrike in der Nähe ist. 1 wird wiederholt. Und sie haben eine Stärke von 5. Warum kann ich auf sie schießen? Weil die können auch indirekt schießen, diese Schwärmerraketen. Und das ist, ja, das sind 5 Rüstungswürfe, ganz normale Rüstungswürfe. Das sind 1,5 Leben. Der Sergeant geht noch mit einem. Der XV-86 Coldstar Battlesuit hat sich in der Bewegungsphase repariert und es ist jetzt wieder auf seinem vollen Leben, er ist auf 6 Leben und er sieht vor sich wieder diesen Psioniker und er wird alles oder nichts geben. Das heißt, 4 Melterschuss gehen in diesen Terminator ein. Auf die 2 plus 1er wiederholen. Auf die 2 plus 1er wiederholen. Ja, es ist 4 Mal und jeder macht W6. Aber ich kann mit 2 W6 würfeln. Erstmal die Rettungswürfe, richtig. Ja, schauen wir mal. Die gelingen 3 Mal. Einen wiederhole ich mit einem Befehlswurf. Na, okay, es ist so unglaublich, ich habe es geschafft. Du kannst versuchen, den Befehl ja, zu ernten. Nein, oh, 4 Melter, Wahnsinn, Gratulation. Der Imperator beschützt. Der Imperator beschützt, absolut. Aber dann gehen wir weiter mit dem... mit diesem Panzer, dann wird dieser Panzer das jetzt... Das ist jetzt Longstrike. Ja, Longstrike, aber... Ja, geht nicht viel. Er schießt all seine Schwärmer, schießt er auf den... Nein, das bringt nichts. Ich schieße auf diesen taktischen Trupp, die Schwärmer und seine Ionenkanone, die ich überlade. Und zwar mit dieser Fähigkeit modulare Waffen. Da verliere ich einen Kommandopunkt. Schauen wir, ob ich ihn zurückbekomme auf die 6. Nein, bekomme ich nicht. Lass mich raten, auf den taktischen Trupp im zentralen Gebäude. Das ist richtig. Dass der Psioniker überlebt. Ich habe geglaubt, er wird gegrillt. Aber dass du 4 Rettungswürfe, das ist wirklich, das ist Space Marine. Ja. Also, die Ionenkanone sind 6 Schuss, 3, 4, 5, 6. 6 Schuss, die treffen auf die 3 plus. Nein, auf die 2 plus treffen sie. 1er darf ich wiederholen, weil ein Marker ist oben, weil es der Longstrike ist. Also 1er darf ich wiederholen. Das gelingt mir. Die haben eine Stärke von 8. Das heißt, auf die 2 plus. Da haben wir 5. Und jeder, also mit minus 2. Du bist in Deckung aber. Okay. Ja. Also 5 mal auf die 4. Ja. Das sind 2 Treffer. Jeweils, also 3 Schaden. 2 Space Marines fallen. Und jetzt kommen noch die Schwärmerraketen, die gehen auf diesen einsamen Space Marine, der noch hinter dem... Auf den Sergeant, ja. Ja, der gerade gesehen hat, wie heldenhaft der Psioniker 4 Melter gerettet hat, wo ich nicht mehr grantig bin. Schießt auf ihn, trifft auf die 2 plus. Das ist nach wie vor Longstrike. Ja, und verwundet auf die 3 plus. Also nicht so toll unterwegs. 3, 4 Rüstungswürfe. 4 Rüstungswürfe. Ja, 2 einsame Helden stehen hier. Schauen wir mal. 4 Rüstungswürfe. Da geht leider einer daneben und damit fällt er. Goodbye. Zusammenfassung der Runde 3, der Tau. Ja, wie hat es denn funktioniert? Ja, sekundäre Missionsziele wurden da jetzt keine erfüllt. Ja, da war ein Psioniker, den wollte ich eigentlich erwischen, aber hat nicht funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Es hätte viele Punkte gegeben, ja. Nämlich für Charakter töten, ja. Also Assassinate, Attentat und dann. Ja, aber Terminator-Rüstung ist Terminator-Rüstung. Ich habe etwa nichts bekommen. Hier hinten ist der Tetra, der ist gut. Da im Dunkeln, man merkt, die Nacht ist mittlerweile eingebrochen. Hier hinten sieht man das. Der umkämpft oder erhält derzeit einen Punkt. Und hier hinten, wo dieser kleine Space Marine-Trupp gestanden ist ein großes Loch, wo das Massebeschleunigergewehr im Streumodus eingeschlagen ist. Die Space Marines halten einfach zentral den Punkt und jeden Zug bekommen sie hier mehr Punkte. Ja, jetzt geht es in die Bewegungsphase der Space Marines. In der Bewegungsphase ist das Kryptor nicht mehr als nur einen kleinen Schritt zurückgegangen, ja, ein bisschen mehr Schutz durch den Tempel zu finden. Der Captain, grummelnd und murmelnd, steigt hier hinauf in der Ruine auf den Balkon, ja, weil da hinten dieser Tetra schwebt und der hält doch glatt einen Punkt, der muss weg. Der taktische Trupp beißt sich in der Mitte des Niemandslandes fest und hofft hier jetzt möglichst viel Schaden durch anhaltenden Beschuss rauszuhauen. Wir kommen jetzt eigentlich in die Lieblingsphase der Blood Angels. Die dritte Phase, die Shock Assault Phase, also die Nahkampfphase, aber ich glaube, schaut gerade nicht nach viel Nahkampf aus. Wen haben wir denn da vergessen? Das ist doch noch der Sergeant der Scouts, der sich da hinter den Containern in Deckung gebracht hat. Er hat sich versteckt, Tarnmantel an und verkrochen hat er sich. Der bewegt sich jetzt hierher und er rennt. Ja? Und Blood Angels bekommen plus 1 aufs Vor... Oh! Na und wie er läuft. Also er kann
13 Zoll von hier laufen und bewegt sich daher, um dieses Ziel zu halten. Spannend, spannend. Wir kommen zur Psi-Phase und ich versuche jetzt einfach alles. Alles in einen Topf. Wir fangen mit unserem lieben freundlichen Psioniker an. Er gibt einen Befehlspunkt aus, damit eine zusätzliche Psi-Kraft wirken kann. Das erste, was er mal macht, ist, er wirkt einen Psi-Blitz auf diesen Knilch hier. Ja? Diesen Commander, der ihn so quält. Einmal mit einer 7 gelingt er. Das sind W3. Schaden, er verliert ein Leben. So hat er 5 Leben verloren. Also so hat er noch 5 Leben. Als nächstes macht er sich richtig zornig. Das gelingt ihm mit einer 11. Er hat jetzt W3 Attacken, darf einen Angriffswurf wiederholen und hat plus 1 aufs Vorrücken. Er hat eine zusätzliche Attacke. Und als letztes wirkt er die Schwingen des Sanguinius. Dafür gebe ich einen Befehlspunkt aus, weil das kostet 6, um diesen Wurf zu wiederholen. 7, dies gelingt. Er hat nun Fliegen und kann eine Bewegung von 12 Zoll machen. Er versucht, diese Panzer zum Schweigen zu bringen und hüpft hier rein, sodass er gerade außerhalb der Entfernung ist. Gut, wir kommen zur Nahkampfphase. Mein Skriptor sagt einen Angriff auf Longstrike und den Hammerhai-Panzer neben ihm an. Ich gebe einen Kommandopunkt aus für Point Defense Targeting Array und mein Longstrike kann Abwehrfeuer geben. Damit bin ich auf 5 Kommandopunkten und ich schaue, ob ich das zurückbekomme. Mit einem 6er und ich würde es zurückbekommen. Nein, jetzt wird Abwehrfeuer gegeben. Dieser Trupp hier gibt Abwehrfeuer auf ihn, weil es sind im Umkreis von 6 Zoll auf dem Panzer. Das sind 3, 4, 5, 4, 5. 10 Schuss. Genau, 10 Schuss. Aber der eine ist der Marker, den versuchen wir. Nein, der Marker gelingt nicht. Das heißt, 4 sind 8 Schuss. Die schießen auf die 5 plus. Ein Treffer und 2, 3 Treffer. Was hat denn der für einen Widerstand? 4. Ja, das ist ein Rüstungswurf, den du machst. Oder Widerstand 5, aber es bleibt dabei, weil ja, du hast deine. Ein Rüstungswurf. Der gelingt. Das hat er geschafft. Als nächster gibt Longstrike das Abwehrfeuer. Er hat einen Marker auf ihm, weil Longstrike immer einen Marker auf ihn hat. Das heißt, er schießt. Und zwar kann er 5 die Abwehrfeuer geben. Und der Hund jammert auch schon im Hintergrund. Also, weil es ist so spannend. Das heißt, als erster sind einmal die Schwärmerraketen dran. Er ist ein Treffer, der wird wiederholt. 2 Treffer, das zweite System. 4 Treffer. Vier Treffer auf 4 plus sind 2 Rüstungswürfe. Beide geschafft? Beide geschafft. Jetzt ist es natürlich so, dass der Longstrike seine Buchten natürlich überlebt, da gibt es nichts. Und weil, wenn, war nicht jetzt, W6 Schuss, schauen wir, wie viele es sind. Es ist ein Schuss, ich gebe einen Kommandopunkt aus und wiederhole das. Und es sind 3 Schuss. 3 Schuss, die auf die 5 treffen und 1er darf ich wiederholen. 2 Einser dabei. Komm. Ein Treffer. Und Widerstand 5. Stärke 8. 3 ja, plus. Mit minus 2 hat er. Minus 2, das heißt, ich habe noch immer einen 5er. Den würfeln wir hier hinein. Ganz spannend. Den wiederhole ich jetzt. Nein. Du kannst versuchen, den einen wiederholten zu kassieren. Ja, das ist richtig. Nein, aber er verliert einmal 3 Leben. Wie viel hat er denn noch? 5 Leben hat er. Das heißt, er ist noch auf 2 Leben. Korrekt. Und jetzt haben wir noch hier einen Commander, der natürlich Abwehrfeuer gibt, weil du hier die Panzer angreifst. Und das wird jetzt spannend. Es sind 6 Zoll im Umkreis von dem Panzer und dementsprechend kann er Abwehrfeuer geben for the greater good. 4 Schuss auf die 5. 1er darf er wiederholen. 3 Treffer. 1er darf er wiederholen. Die 2 plus. 1er darf er wiederholen. Ja, danke. Sind jetzt die Wunden, die er auch wiederholen? Nein, sind 3. Ja, die darf auch wiederholen wegen seinem okay. Crosslink. Irgendwas. Sind 3 Mal und jetzt muss ich natürlich schauen, mit wie viel. Erstmal kommt die Rüstung. Richtig, es kommt die Rüstung. Minus 4 hat diese Rüstung. Hier kommt der Rettungswurf. Das war's. Ja, da geht er hin. Das Abwehrfeuer hat geholfen. So, mein Captain versucht nun hier vom Balkon runter daherzukommen. Eine 10 ist gefragt. 4, 7. Das geht sich nicht aus. Also muss er stehen bleiben. Gut, die Tau bekommen für den Abschluss der Runde 3 8 zusätzliche Siegespunkte, weil sie haben einen Charakter und einen Psioniker getötet. Das war jetzt Assassinate und Abhor the Witch, also verleugne den Psioniker, glaube ich, heißt das.
Und die Blood Angels halten nach wie vor das Niemandsland. Es ist Runde 3 gewesen, also bekommen sie 3 Siegespunkte dazu. In Runde 3 haben damit die Tau 13 Siegespunkte bekommen und die Blood Angels auch 13. Es steht 13-13. Jetzt in Runde 3. Ja, spannend, spannend. Es geht weiter mit Runde 4. Genau. Die Bewegungsphase der Tau ist abgeschlossen. Diesmal heißt es Vorrücken, Vorrücken, Vorrücken. Wir fangen an mit, na, ich glaube mit dem Tetra. Ja, aber Punkt 4 ja. ist jetzt besetzt. Ja, ist besetzt, richtig. Punkt 3 wäre auch belegt ja. und Punkt 5 wäre belegt. Punkt 2 ist umkämpft und wir fangen gleich bei Punkt 2 an. Der Kreis schließt. Richtig, das heißt, der Tetra schießt einmal mit seinem schweren Marker, schießt er auf den taktischen Trupp, das sind 3 Schuss auf die 4+. 3 Marker sind auf dem taktischen Trupp. Dann schießt er mit seiner Bewaffnung auf den Scout. Vielleicht gelingt es. Ich glaube, es sind 2 Pulsgewehre. Ich muss kurz nachschauen. Er hat Pulse Rifle, Rapid Fire. Ja, 2 Schuss. Er trifft auf die 4+. 2 Schuss. Schauen wir, ob sie treffen. 1 Treffer, Stärke 5. Nein, ist nicht tödlich. Also der Tetra hat einmal markiert. Als nächster geht der Commander. Wir machen den Commander. Commander gegen den anderen Commander. Alle 4 Schuss, alle 4 Melter gehen auf ihn. Auf die 2+, 1 wiederholen. Sind 4 Treffer auf die 2+. Ja, 4-mal. Ja, und das ist ein Melter. Das heißt, er hat eine Riesenstärke. Ein Durchschlag von minus 4, was ich weiß. Coldstar, das heißt minus 4. Richtig. Ja, schauen wir, was passiert. Einen wiederhole ich. Das ist schon wieder geschafft. Ich habe ihn bekommen. Nein, ich bekomme ihn nicht. Aber der Commander hat gehalten. Gut, als nächster werden wir einen Kommandopunkt ausgeben. Na, brauchen wir eigentlich noch nicht. Der Dornenhai schießt seine 2 Marker auf den taktischen Trupp und seine Schwärmerraketen schießt er ebenfalls auf den taktischen Trupp. Sind die 2 Marker auf die 3+, 1er darf ich wiederholen. Ja, haben wir 2 Marker, damit haben wir das Maximum. Und die Schwärmer, das sind 8 Schuss, 6, 7, 8, schießen auf den taktischen Trupp. Diesmal auf die 2+, 1er wiederholen. 1er darf wiederholt werden, sind 8 Treffer. Und jetzt schauen wir, wie viele Rüstungswürfe, also tödlich auf 3+, sind 5, das ist keine Deckung. Das sind 2 tote Marines. 2 tote Marines. Als nächstes eröffnet der Flammenwerfer. Der Feuerkriegertrupp in kurzer Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5 sind es. Das sind 10 Schuss. 6, 7, 8, 9, 10. Die treffen diesmal auf die 3+, 1er wiederholen. Ja, die 1er darf ich wiederholen. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Auf die 3+. Das sind 6 Rüstungswürfe, keine Deckung. So, 3 Rüstungen. Ja, das eine Wunde geht durch. Ein Marine verliert ein Leben. Als nächstes kommt der Hammerhai. Der Hammerhai schießt seine Schwärmerraketen, schießt er auf den Scout und sein großes Geschütz schießt er in das Gebäude rein, auf den taktischen Trupp. Der hat Blast, das bedeutet, Martin, der Rotfuchs. Das ist automatisch mindestens 3. Richtig. Wie viel Schuss habe ich? Ich habe 6 Schuss, das heißt 3, 4, 5, 6. Ich treffe auf die 2+, ich darf 1er wiederholen. Alle sind getroffen. Der hat jetzt eine Stärke von, wie viel hat denn? Ich glaube 6 oder 7. Müssen wir schauen. Der hat eine Stärke von 6. 3, 4, 5, 6. Das heißt auf die 3+. Wir haben 4 und zwar mit minus 1. Keine Deckung. Ihre Rüster sind gefragt, eine Wunde geht durch, ein Marine Tag. Und jetzt schauen wir, ob wir den einzelnen Scout noch wegbekommen. Das ist auf die 3+. Ah, ich muss schauen, aber der ist im Umkreis vom
vom Longstrike. Und wenn er im Umkreis vom Longstrike ist, dann bekommt er ja etwas. Und zwar, you can add one plus the hit rolls. Das ist 2 plus auf den Scout. Einser werden diesmal nicht wiederholt. Das sind so viele Treffer. Und auf die 3 plus. Na, 1, 2, 3, 4. 4 Rüstungswürfe auf den Scout. Wir gehen hier rein und er ist Geschichte. Er ist Geschichte. Als nächstes schießt der Longstrike auf diesen Trupp. Und zwar, er wird wieder einen Punkt zünden, damit er mit der vollen Ionenkanone schießen kann. Sind wir auf 5 Punkte. Der Longstrike eröffnet, er hat 6 Schuss mit seiner Ionenkanone, überlädt natürlich, das heißt 4, 5, 6, 6 Schuss und 1er werden wiederholt. Nein, da verliert er ein Leben, das merken wir uns, weil er überlädt ja. Und jetzt haben wir eine Stärke von 8. Ich werde einen Kommandopunkt nehmen, na, noch immer nicht, sind 3 Rüstungswürfe minus 2, keine Deckung. 2 schaffe ich. Ja, 3 Schaden. Dann fällt einer. Und das Schwärmer-Raketensystem öffnet natürlich auch auf die, sind 8 Schuss auf die 2 plus 1er wiederholen. Der 1er wird wiederholt. Nein, gelingt nicht. Und auf die 3 plus. Damit haben wir noch 6 Rüstungswürfe ohne Deckung. Die gelingen alle. Na, ja, gelingen alle, ja, wirklich. Wir haben hier hinten noch einen Feuerkriegertrupp und dieser Feuerkriegertrupp da hinten, der wird noch hinten auf die Kapsel schießen. Das sind 5 Schuss, 3, 4, 5 Schuss und die 5 Schuss treffen auf die 4 plus und sind 2 Rüstungswürfe auf die Kapsel. Sie verliert ein Leben. Sie verliert ein Leben. Wahnsinniger Mut wird ausgespielt, der taktische Trupp, der hält seine Stellung. 2 Befehlspunkte kostet mich das. Ich glaube, die Tau könnte davon profitieren. Ja, ich glaube, das kann man so. Da profitiert man natürlich nicht davon. Damit endet Runde 4 für die Tau. Für Runde 4 haben die Tau insgesamt 5 Siegespunkte bekommen, weil Charaktere haben sie keine getötet, Psioniker habe ich keine mehr und sie haben zu Beginn des Zugs nur ein Missionsziel gehalten. Momentan halten die Tau jetzt, wenn ich richtig zähle, 1, 2, 3, 4 Missionsziele. Und meine Space Marines halten zu Beginn ihrer Runde 4 jetzt noch genau ein Missionsziel, nämlich das Missionsziel im Niemandsland. Die Frage ist, wie lange noch? Tja, schauen wir uns das an. Bewegungsphase Space Marines Runde 4. Die Bewegungsphase ist abgeschlossen. Der taktische Trupp verschanzt sich einfach etwas tiefer in der Ruine. Der Commander verlässt die Ruine, achtet dabei darauf, dass er noch innerhalb von 6 Zoll des taktischen Trupps ist. Und jetzt schauen wir, ob wir noch was zusammenbringen. Wir eröffnen jetzt die Schussphase. Zuallererst einmal der taktische Trupp. Wir haben... Zuallererst einmal bellt der Hund. Ja, genau. Der taktische Trupp bellend, ja, lässt die Bolter bellen. Ja. Von hier aus feuern die Bolter jetzt hier hinein in die... Feuerkrieger. Es sind noch 5 Feuerkrieger, die hier heldenhaft das stehen. Das sind mit den Boltern und der Boltpistole 5 Schuss. Der schwere Bolter schießt auf den unmöglichen Täter, der noch immer lebt. Los geht's, Bolterfeuer. Den Einser darf ich wiederholen wegen des Commanders und es sind insgesamt 4 Treffer. Und davon ist einer eine Wunde. Auf die 2 plus, wir haben einen Rettungswurf von der Drohne, ja, geht auf die Drohne, hat einen 4er Rettungswurf, der gelingt ihr nicht, sie hat einen Verwundungen ignorieren Wurf, der gelingt ihr nicht und eine Drohne ist kaputt. Eine opferbereite Drohne. Der schwere Bolter auf den Tetra, trifft ihn 3-mal, schön, verwundet ihn auf die 4, haben wir 2 Wunden mit minus 1. Einmal 5 und einmal nicht, wollen wir das probieren, ich glaube es ist es wert, wir geben einen Kommandopunkt aus. Ach, da war der Fünfer, aber nicht. Der Tetra ist zerstört. Bekomme ich den Kommandopunkt retour? Nein, auch nicht. Okay, wir haben einen Tetra abgeschossen. Ist ja nett. Mein Commander feuert jetzt noch auf den anderen XV-437er-2 an Kampfanzug. Und zwar nur seinen Melter. Nennen wir ihn Stan. Er trifft ihn. Er feuert auf Stan.
Widerstand hat der Kerl? 5. Ich wiederhole das. Jetzt verwundet er ihn mit einem Minus von 4. Ja, schau, ich würde immer kein Rettungswurf. Aha, gut. Dann sind das W6 plus 2. Er verliert 3 Leben. Ja, hat er noch 3 Leben. Dieser glückliche Stan, das war übrigens mein Kommandopunkt. Ja, so. Punkt, das ist ja da. Zack, ein Einschlag des Mächters. Wir kommen jetzt in die Nahkampfphase. Ja. So, mein Kommandant greift Stan an. Ja, Stan gibt ab, bevor er. Stan. Stan hat das heute schon einmal bewiesen. So, jetzt geht's los. Stan hat 4 Schuss. 4 auf die 5 plus. Einser darf ich wiederholen. Na klar. Sind 3 Treffer. So, auf die 2 plus. 1er darf ich wiederholen. Sind 3 mit minus 4. Bitte, bitte. Rettungswurf, stählerner Stern. Wunderbar. Das ist ein 7er. Ja gut, er geht im Nahkampf. So. Er ist im Nahkampf. Er bewegt sich hierher. Da sage ich nichts mehr. Er hat sich den stählernen Stern verdient. Dafür braucht man einen stählernen Stern. 8 Meter Schuss sind auf ihn niedergegangen. Aber gut. Er hat von Haus aus 4 Attacken. Er hat eine meisterhafte Energieklaue. Er hat Schockangriff und er hat ziemlich düstere Visionen vom Tod seines Primachen. Er trifft auf die 2 plus. Er hat eine Stärke von, jetzt muss ich leider nachschauen, eine. Von hoch. Ja, das ist eine Widerstand. Er hat eine Stärke, Energieklaue gibt einen plus 1, glaube ich nämlich. Würfeln wir mal. Ja, das sind auf jeden Fall mehr als 3 und er ist damit zerstört. Na, das war schön. Okay, dann haben wir den erledigt und wir könnten uns jetzt näher auf einen Gegner zubewegen. Der nächste Gegner ist der Hammerhai. Wir bewegen uns 3 Zoll zu ihm und verstecken uns hier. Gut, das war der Nahkampf, oder? Ja, das war der Nahkampf und der ist damit zu Ende. Und das war Runde 4 für die Blood Angels. Jetzt kommen nur noch Punkte und Runde 5, die finale Runde. Am Ende von Runde 4 haben die Tau 5 Siegespunkte kassiert. Die Space Marines haben 5 für ein Missionsziel, das sie hielten, genau wie die Tau. Plus 4 für das Umkämpfen des Niemandslandes, besser gesagt das Sichern des Niemandslandes. Weil in Runde 4 bekommt er 4 Punkte, das war das sekundäre Missionsziel. Runde 5 wird entscheidend. Die Bewegungsphase der Taukrieger war sehr schnell und zwar in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Bewegungsphase ist beendet, wir fangen an mit der Schussphase. Ich habe noch 3 Kommandopunkte. Die Marker, die sind hier nicht mehr da, weil die sind noch von der vorigen Runde. Wir fangen an mit einem Rochen, der hinten ist. Der Rochen schießt alles auf den taktischen Trupp und zwar mit seinen 2 Marker auf die 3 plus. Das heißt, 2 Marker sind auf diesem Trupp und dann kommen die Raketen. Das sind 8 Schuss. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schuss gehen dahin auf die 3 plus. Und verwunden auf die 3 plus. Das sind 3 Rüstungswürfe. Du bekommst bei dem, glaube ich, nicht den Bonus für deine Deckung, weil, muss ich kurz nachschauen, Smart nicht. Genau, richtig. Das ist ein toter Space Marine. Ein toter Space Marine. Als nächster wird die Fähigkeit Uplinked Marker Light gesetzt. Das kostet mir einen Kommandopunkt. Ich bin auf 2 Kommandopunkten. Ich bekomme auf diese Einheit noch D3 plus einen Marker. Das heißt, ich bin auf Maximum auf 6, also 5 Marker markieren diese Einheit. Als nächster wird die Fähigkeit Breach and Clear vom Breacher-Team ausgesprochen. Das bedeutet, dass eine Einheit, die Deckung, in der Deckung steht, du stehst in der Deckung, darf ich die Verwundungswürfe wiederholen. Ich bin ziemlich nah dran und die erste Reihe kann ziemlich stark schießen, die zweite Reihe ist nicht mehr auf 5 Zoll. Also jeder hat 2 Schuss und es geht los. Wie viele sind denn das, Rotfuchs? Kannst du dir mal zählen, bitte? Ja. 8 Mann Breacher Team, das heißt 16 Schuss, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 kommen da noch.
Würfeln wir hier, da ist gut, ja. 5 kommen noch auf die 3 plus. 1er darf ich wiederholen. Die nicht. Das heißt, das sind einmal 3, 6, 7, 8, 9. 5 kommen noch. 9. Und den darf ich wiederholen. Nein, das sind 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den ersten letzten habe ich nicht mehr. Stärke 6 und ja, genau. Stärke 6 minus 2 auf die 3 plus. Ich darf die Verwundungswürfe wiederholen, dank meiner Fähigkeit. Und das brauche ich auch, das ist sehr gut. Es ist vollkommen wurscht. Theoretisch sehr gut. Sind 3, 7 mit minus 2. Du hast keine Deckung. So, mit minus 2, 5er sind gefragt. Wir haben ein paar. 2, 4, 6, das ist der Trupp. Ha, sehr gut. Dann ist die letzte Einheit des BA, vorletzte, weil eine Kapsel haben wir hinten auch noch. Aber jetzt schießt er mal, jetzt schießt er mal, der Feuerkrieger-Trupp schießt auf ihn. Wir fangen an mit dem Marker. Gehst du mal auf ihn? Moment, auf ihn. Ja, richtig. Und die Jungs schießen. Also, der Marker, der ist eine schwere Waffe, hat Abzug minus 1, wenn er sich bewegt, trifft er nicht. Dann schießt der restliche Trupp, das sind 4, davon sind die vorderen auf 15 Zoll, sind 6 Schuss, 7 Schuss. 4, 5, 6, 7 auf die 4 plus. Ja, zack, und das sind 2 Rüstungswürfe, die er hat. Die hat er geschafft. Als nächster werde ich noch die Fähigkeit, schauen wir, ob ich das machen kann jetzt noch, nämlich das Aerial Targeting, das kann ich machen. Der hat einen Marker oben, das hätte ich vorher machen müssen, aber man lernt ja dazu. Und mit diesem einen Marker eröffnet einmal ich habe jetzt noch zwei Kommandopunkte, er schießt auf ihn und zwar wird er, ja, wahrscheinlich den soliden Schuss probieren, weil, ja, das ist einfach so. Und natürlich alles auf den. Auch die Schwärmadronen. Auch die Schwärmadronen, alles schießt auf ihn. Also, wir fangen an und zwar mit dem Smart Missile System sind 8 Schuss, 4, 5, 6, 7, 8 auf die 2 plus, weil der Long Strike in der Nähe ist, den 1er darf ich wiederholen. Hilft aber nichts und er hat einen Widerstand von... Dann ist es auf die 4 plus, sind 5 normale Rüstungswürfe. Da verliert er 2 Leben. Und dann schießt noch der große Massebeschleuniger ein Schuss. Der darf wiederholt werden wegen dem Marker. Er trifft und jetzt schauen wir, ob er verwundet. Er verwundet. Der wird wiederholt, ja. Nein, er hat natürlich geschafft. Also, schauen, ob du den Punkt stehst. Ja, schauen wir, ob ich den Punkt stehe. Ja, ich stehe den Punkt, damit bin ich wieder auf 2 Punkten. Als nächster startet der Teufelsrochen hier. Und dieser Teufelsrochen, schießt ebenfalls alles auf ihn. Das sind wieder die Schwärmer, die hier schießen. 4, 5, 6, 7, 8. Die treffen auf die 4 plus, 1er dürfen wiederholt werden, ein 1er wird wieder, da ist noch ein 1er, trifft nicht, so sind 3, sind 6 auf die 3 plus, sind 5 Rüstungswürfe. Hier kommen die 5 Rüstungswürfe, da geht einer durch. Wie viel hat er denn noch? Ich muss nachschauen, eines oder zwei. Ja, dann schießt noch die Gatling Cannon, also die Burst Cannon schießt auch auf ihn, sind 4 Schuss. Der 1er darf wiederholt werden, sind 3 Treffer und auf die 3 plus sind 2 Rüstungswürfe noch. Das ist genug und damit haben wir hinten noch eine Landungskapsel, die wir haben bei den Space Marines und sonst stehen keine Space Marines mehr auf dem Spielfeld. Genau. Am Ende von Runde 5 bekommen die Tau noch einmal für das Ausschalten eines Charaktermodells 3 Siegespunkte und weil sie jetzt das Niemandsland, also Missionszielmarker 1, kontrollieren und zwar in der fünften Runde nochmal 5 zusätzliche Siegespunkte. In Runde 5 haben die Space Marines nur noch eine stationäre Kapsel.
Sie können nichts mehr tun und kassieren deswegen auch keinerlei Siegespunkte, sind aber nicht vom Spielfeld weggebombt worden. Ein Notsignal wird abgesetzt. So, das war jetzt ein ganz schön hartes Spiel, ja, und am Ende ist nur noch eine Landungskapsel übrig. Die Speerspitze der Tau ist ins Niemandsland vorgedrungen. War aber ein spannendes Spiel, Rotfuchs, oder? Was würdest du sagen? Definitiv, ja. Also Panzerliste bei den Tau, wir haben erst vor kurzem ein anderes Spiel gehabt. Es war eine stationäre Tau-Liste, die hat mir nicht so gut gefallen. Die ist definitiv beweglicher und dynamischer und hat es auch geschafft, in der letzten Runde vorzukommen. Ja. Ich glaube, ein Vorteil für diese Mission war, dass wir auf die Länge gespielt haben und nicht auf die Breite. Dementsprechend können die Tau natürlich passiv aufstellen. Und ich hatte mit meinem Uvara und mit meinem Coldstar Commander hatte ich zwei Einheiten, die, wenn sie vorrücken wollten, so im Schnitt, glaube ich, zwischen, ich glaube, 40 Zoll konnten die wirklich vorrennen. Die sind flott, ja. Absolut, ja, das war, hat man gemerkt. Ja, es war ein sehr gutes, spannendes Spiel. Ich hole schnell die Punkte, damit wir ja das auch haben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der taktische Trupp, der war im Zentrum und den habe ich fast nicht wegbekommen. Die Einheit meines Spiels, ja. Sie haben vorgerückt, sie haben das Niemandsland lange gehalten. Bin sehr zufrieden mit ihnen. Ja. Und der zweite taktische Trupp, der hat verdammt viel eingesteckt und hat dann auch noch mal ausgeteilt. Also es ging eigentlich ganz gut. Bei dir hat man gemerkt, du hast in der ersten Runde bist du sehr aggressiv mit der Landungskapsel runtergekommen und hast dann trotz einem Wiederholungswurf, hast du leider mit deinen Veteranen diesen Angriff versemmelt. Und wenn der gelungen wäre, na, da hätte es ganz anders ausgesehen. Ich hätte vielleicht dein Missionsziel in deiner Aufstellungszone kontrollieren können, mich dorthin durchschreddern, zumindest mal Druck von der Mitte wegnehmen. Ja. Und ja, die Psi-Kräfte haben auch nicht hingehauen. Passt aber. Tau mögen Psi nicht, das sieht man. Ja. Blood Angels mögen keine Einheiten, die ihnen richtig Massebeschleuniger ins Gesicht geben. Also ja, jeder spielte nach seinen Stärken, ging eigentlich recht gut. Was hat dir jetzt den Sieg gebracht in Punkten? Die Runde 5, das waren 23 Punkte dazu. Insgesamt Snottl 60 Siegpunkte am Ende der Mission. Und in Runde 5 haben wir gar nichts mehr kassiert, weil wir haben nur noch eine Notsignale sendende Landungskapsel gehabt. 37 Siegpunkte für die Blood Angels. Das werden wir irgendwann mal wiederholen, oder? Also deine Einheit des Spiels war? Der taktische Trupp. Bei mir war es der Tetra, einfach weil er cool war. Und ja, obwohl er nur noch ein Leben gehabt hat, ist er noch mal hingezoomt. Was ich gerne gehabt hätte, wäre, dass der Dornenhai, jetzt habe ich ihn wieder mal gespielt, dass der ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dynamischer ist. Da merkt man. So ein schönes Modell. Ja, aber. Und irgendwie cool. Und er hat den Whirlwind hat auch rausgenommen. Mit drei Raketen nach hinten, ging. Das war toll. Aber das ist sicher mein Loser, weil diese Einheit, sie hat zwar etwas gemacht, aber sie war jetzt nicht besonders spannend zum Spielen. Er wäre deine Luftabwehr, falls ich mit einem Luftschlag gekommen wäre. Richtig. Dafür hat er vielleicht eine Berechtigung, ja. Aber sonst sind die anderen Panzer definitiv das Beste. Was ist denn dein Loser des Games? Naja, eigentlich der Psioniker, der in der ersten Runde mit der Landungskapsel runtergekommen ist, der hat es wirklich nicht gebracht. C'est la vie, man darf mit den Kräften des Warps nicht so herumspielen, manchmal grillen sie einem das Hirn und dann ein Melter hinterher macht dann den Rest. Ja. Spannendes Spiel, Rotfuchs, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ja. Revanche wird auch kommen. Ja, auf jeden Fall. Bewahrt uns in guter Erinnerung, besucht uns vielleicht auf unseren Kanälen. Genau, auf www.wulpertinger.at, auf YouTube, auf Discord, Facebook, wir haben auch einen Blog, also wir sind eigentlich eh überall vertreten. Ja. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Baba, alles Gute. Tschüss.